Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu Avatar Frontiers of Pandora. Ja, es sind jetzt 5 Minuten vergangen seit der letzten Aufnahme. Hat ein bisschen zum Verdauen gebraucht, die Geschichte gerade. Ja. Deswegen, ich habe es nicht für richtig gehalten, in der letzten Folge, wie soll ich sagen, eine Art Abmoderation zu machen. Weil es auch gar nicht gepasst hätte, irgendwie zu sagen, wir sehen uns nächstes Mal wieder und alles happy, fröhlich, weil es waren einfach keine fröhlichen Punkte, die in dieser gestrigen Folge passiert sind. Und das ist schon was, wo ich sage, man kann über die Emotion unseres Charakters und wie sie das widerspiegelt, oder wie sie sich ausdrückt, kann man halten, was man will. Ich finde es ab und zu nicht passend. Manchmal finde ich es sehr passend. Gestern haben sie den Nagel irgendwie extrem auf den Kopf getroffen. Ja. Ja, wir machen heute weiter. Wir machen nicht mit den Hauptquests weiter. Wir müssen noch ein paar Nebenquests machen, damit wir uns die restliche Ausrüstung noch holen können. Und ich würde sagen, wir machen heute Wilder Jäger. Wir haben Level 18, wir sind Level 16 und wir müssen uns hier hinarbeiten zu Level 20. Deswegen würde ich sagen, Wilder Jäger, machen wir die nächsten Dinge, paar normale Quests. Beben, mitten auf der Höhenprärie. Beben? Das wird die Saklu sehr verstören. Sie antwortet nicht auf Funksprüche? Das ist ein Fluxgebiet voller Funkstörungen. Kein Grund zur Sorge. Sie ist ein Fliegerass. Aber irgendwas stimmt nicht. Verstehst du? Hier ist alles so seltsam. Nor und Halan sind weg und Cortez ist auch nicht mehr dieselbe seit. Du weißt schon. Sorg dich nicht. Ich werde Anker finden. Genau, schauen wir mal kurz. Nun, was möchtest du denn? Genau, da müssen wir nicht schauen. Vielleicht sind nämlich noch gute Waffen mit dabei, die sie hier hat. Und der andere Typ wie vorne hat bestimmt noch gute Ausrüstung. Viel Glück beim Kämpfen. Dankeschön. Wovon kann ich die sehr empfehlenswert ist, wenn wir die hätten, würde ich es mal nennen. 154 Kopfschutz ist halt schon eine Hausnummer, ne? Aber ja. Bis bald. Weiß ich nicht, hör mal kurz, bei dir kann auch du die Sachen kaufen, etwas, oder? Nicht wahr? Genau. Na gut, müsste man schauen. Oh, es kostet aber halt schon teilweise echt viel. Bis bald. Aber okay, gut. Höhenprärie beben, schön und gut. Wir haben hier unten immer noch so viel, was wir machen müssten. Und erforschen müssten. Puh, crazy shit. Crazy shit. Dann haben wir hier noch eine riesen Anlage. Warte mal. Kinglerwald, haben wir die nicht alle schon geklärt gehabt, diese Anlagen? Ich habe doch schon geklärt, das ist doch die am Wasserfall. Oh ne, das ist die am Wasserfall. Hat mir die noch nicht geklärt? Das wundert mich, ich dachte, die hat mir schon geklärt. Holen die sich Anlagen zurück? Nee, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Ja gut, finde den Zweck der Zugangscodes heraus. Laborzugangscode B, Laborzugangscode C. Und wie kann ich den herausfinden? Das ist eine gute Frage, ne? Das ist eine gute Frage. 12 von 12. Ah, stopp, bevor wir irgendein Ding machen. Können wir die Spitzenherausforderung machen? Genau, ein Echo-Schreiter killen. Ah, okay, die Ohren, oder die
Die Dinge, okay, ja, genau, das machen wir. Das machen wir jetzt als erstes. Dann haben wir 4 Punkte frei. Herstellerin, Kriegerin, Überlebende. Immer gut. Ui, okay. Ja, dann schauen wir, dass wir so einen Echoschreiter finden. Wir kommen zurück, Cortez. Verstanden. Ich bin hier, wenn ihr mich braucht. Masken und Tänzer gleichen sich in gewisser Weise. Ich mag, dass sie ohne Worte sprechen. Dennoch erzählst du gern, was du hörst. Schön, eine wie dich hier zu sehen. Da müssen wir jetzt, glaube ich, erstmal ein bisschen durch die Gegend schreiten, weil das dauert, glaube ich, ein bisschen, bis wir den finden. Aber schade nicht, können wir ein bisschen Stöckchen sammeln. Masken und Tänzer gleichen sich in gewisser Weise. Ich mag, dass sie ohne Worte sprechen. Dennoch erzählst du gern, was du hörst. Schön, eine wie dich hier zu sehen. Voilà. Danke für die Gaben. Da oben wartet eine Quest auf uns. Unsere Sarentu-Besucherin. Ich habe eine Geschichte für dich. Meine Brüder und ich trafen auf die Getrennten und mussten fliehen. Sie fürchten den Tod nicht. Hast du keine anderen Kleider? Ich muss den Maskenmacher aufsuchen. Wegen Hochseil ist er noch nicht da. Beliebiger Ast fehlt uns da. Drehen, Dip, Wirbeln. Drehen, Dip, Wirbeln. Schau, so wird Solex Bogen jetzt schon mal stärker. Das war zum Schlechter. Okay. Ja, das. Versuch mal, es rückwärts zu machen. Manü. Funktioniert wirklich. Und
Ist trotzdem schlechter, okay. Das ist natürlich krass. Aber gut. Wir müssen natürlich erstmal so einen Echo-Schreiter finden, das ist natürlich auch nicht einfach. Wo sind die Leute jetzt hin? Danke für die Gaben. Hast du? Von hart zu weich, von reglos zu lebendig. Es verändert sich. Fast wie das Knistern eines Feuers. Es bricht unter einer unsichtbaren Flamme. Danke für die Gaben. Nur lila. Ah, die kam doch gerade auch aus dem Nichts, Mann. Nicht wahr sein.
kann den Hubschrauber schon, so ist es nicht. Von falsch gedreht, glaube ich, in die falsche Richtung. Sehr schön, Beutel ist voll. Ah, stopp, warte mal. Genau, Beutel ist voll. Das bedeutet für mich aber auch, dass ich hier Pfeile herstellen kann und dann neue sammeln kann. Sind die anderen wieder. Es geht immer um Balance, oder nicht? Licht und Feuchtigkeit, damit Pilze wachsen, warme Tage und kühle Nächte, damit Blumen blühen. Und damit ich gut schlafe. Eine junge Jägerin, hallo? So schwer, welche zu finden. Anscheinend. Achso. Du bist für uns gerade. Wow! Ja, ja! Oh ja, hier waren noch welche.
Na, guck mal deine an. Fähigkeiten. Charakter, flammender Kurzbogen. Oh, macht aber nicht viel aus. Wie schockierend. Und die ist auch ein bisschen besser. Immer noch nicht dieses blöde Vieh gefunden. Danke für die Gaben. Und klar kann ich euer Ernst sein. Hat es euch jetzt gegenseitig umgebracht? Mein Gott. Also jetzt habe ich sie endlich gefunden. Und dann killen sich diese Mistviecher wortwörtlich selber. Das ist noch MPA. Gar keine übrig geblieben, Mann. Doch. Doch. Danke für die Gaben. Wir waren so nah dran. Es hätte schlimmer sein können. Könnt ihr mich denn sehen?
Ich muss immer noch diese Echo-Schreiter finden. Ich bedanke mich für euch fürs Zuschauen, sagt ciao und V. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann, Tschüssikowski.